Ja, servus Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing auf dem Kanal. Dieses Jahr mal als Adventskalender, ja. Wir haben nämlich bei Get Digital das Lootbox Adventskalender Legendary Projekt mitgemacht. Also nicht Projekt, sondern halt mitbestellt. Ja, 24 Pakete, man weiß nicht, was drin ist. Schick verpackt ist es auf jeden Fall und entweder ist es was aus Lego oder was aus Lego-ähnlichem Material. Das hört sich jedenfalls ein bisschen danach an. So, wie gesagt, Paket 1. Ich versuche es leicht zu öffnen, weil ich möchte die Verpackung gerne weiter verwenden für meine Geschenke. Weil die Verpackung an sich ist schon ein kleines Highlight für mich, weil ich so nerdige Verpackungsmaterialien noch gar nicht kenne. Aber nun ja. So. Ist das hier noch verbunden? Also die Leute in Kiel haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe damit gemacht, muss man ja sagen. Na? So, da ging das Messer gerade in den Finger rein. Man sollte auch natürlich aufpassen beim Öffnen, dass man sich nicht in den Finger sticht. So wie ich gerade. Blutet zum Glück nicht, aber man will es ja nicht heraufbeschwören, ne? Ja. So, was haben wir denn da jetzt noch Schönes dabei? Na. Die Leute haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben beim Verpacken. Jedenfalls bei den ersten Paketen, denke ich mal. Ich hoffe mal, das bleibt von der Qualität her vom Verpacken identisch. Und man sieht schon, es ist ein Sailor Moon Artikel. Ja, habe ich damals auf Pokito, jetzt RTL 2 im Nachmittagsprogramm ganz gerne mir angeschaut. Und es scheinen Gläser zu sein. 4 Stück an der Zahl. So, wie gesagt, das ist schon mal mein Highlight, das Geschenkpapier, frohe Weihnachten, Merry Christmas im 8-Bit-Look. So ist auch jedes Paket verziert und irgendwo müsste der Stern sein, wo die 1 drauf war. Ich sehe es gerade nicht, aber irgendwo müsste der Adventskalender-Stern zu sehen sein. So, gefällt mir schon mal. Und es wurde ja gesagt, es wird auf jeden Fall Artikel zu Sailor Moon, zu Wonder Woman, Batman, Spider-Man, DC, Marvel, alles mögliche sein. Made in China. Na gut, bei Anime-Gläsern ist es eh kein Wunder, dass die Made in China sind. Wie ist die Qualität? Das sind dann aber sehr kleine Gläser. Wirklich sehr kleine Gläser. Also, das sind dann eher Gläschen als Gläser. So, ich hoffe mal, dass die Dinger nicht kaputt gehen, wenn ich die raushole. Also da haben wir schon mal Sailor Moon. Ich glaube, das soll Chibi Moon sein. Ja, ich bin nicht wirklich großer Fan von Sailor Moon, aber hey, man kann es halt Freunden oder Bekannten verschenken, die halt auf so Stuff stehen. Und das war jetzt das Stativ, was fast umgekippt wäre. So, wen haben wir da noch? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, ihr Name war Luna. Und Nino, oder wie sein Name war. Und zum Schluss, wenn ich ihn rauskriege, ich hoffe, ich kriege ihn raus, ohne dass das Glas kaputt geht. Tuxedo Mask. Oder Tuxedo Mask, wie man es auch aussprechen mag. So, Official Premium Colored Small Glasses. Sailor Moon. Sailor Moon Crystal. Nein, von Sailor Moon. Important only wash with warm water. Alles klar, also die Dinger sind nicht Spülmaschinen geeignet und ja. Schauen eigentlich? Sekunde mal. Also die Farben hier sind auf jeden Fall ein bisschen stärker als in
als die Gläser selbst sind. Aber hey, immerhin, es ist das erste Türchen, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und es wurde schon vorher gesagt, dass es Sailor Moon sein wird. Finde ich nicht schlecht den Artikel, wo ist jetzt das Ding? So, also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Fürs erste Adventstürchen. Andere Kinder haben halt Schokolade. Die ich jetzt auch gern hätte, aber da gehe ich nachher zum Schrank hin. So. Und das kriegt auf jeden Fall meine Nichte zu Weihnachten geschenkt. Die steht noch total auf Sailor Moon und Anime und hast nicht gesehen. Ja. Dann danke ich fürs Zuschauen. Lasst eure mal konstruktive Kritik in den Kommentaren da. Und ich hoffe, es ist diesmal besser als ständig das Gesicht in der Kamera zeigen. Nun ja. Dann sieht man sich. Ciao.